Ja, moin und willkommen zurück zum Talos Principle. The Talos Principle. Heute ist Level 5 dran. So, auf geht's. Rein da. Tütüt. Da piept schon wieder. Oh, hier ist. Das erste Mal, dass wir Regen haben. Was ist das hier? Was hast du da? Apple-Fehler, Netzwerk nicht verfügbar. Natürlich. So, wir haben erstmal wieder eine Menge zu lesen. EL. Open. EL, was? Was ist das hier für ein E? Das ist ja wie bei mir gerade hier. L, was für erweiterbare Lebensdauer steht, aha, ist eine bahnbrechende Initiative, in der 7 führende Universitäten versuchen, den stabilsten und langlebigsten Supercomputer der Welt zu erschaffen. Mit seiner maßgeschneiderten Hardware, bombensicherem Gehäuse und nahezu unendlich hydroelektronischen Energiequelle stellt EL einen einzigartigen Schritt vorwärts in der Entwicklung der menschlichen Technologie dar. Die Idee des Nobelpreis nominierten Dr. Akacia Zissi, den hatten wir doch schon mal. Warte mal, den hatten wir schon mal. Wird EL. Psst. Links, Pressemappe. Blalala, Vorstellung des Teams, Bewerben, Kontakt. Okay, gut, klasse. So, Staatsbürgerschaft. KI. So weit sind wir schon. Okay. Denken, Ausgabe 199. Steckbrief, Alexandra Drönnon. Sobald eine echte künstliche Intelligenz erschaffen wird, wird früher oder später die Frage der Staatsbürgerschaft gestellt werden. Tiefsinniger Gedanke, aber stimmt. Wenn wir anerkennen, dass die KI alle Fähigkeiten des menschlichen Gehirns besitzt, sollte sie nicht auch als Staatsbürger gelten? Ist es nicht im juristischen Sinne des Wortes eine Person und damit ein potenzieller Bürger? Aber viele Menschen werden fragen, wo liegt die Grenze? Sollen wir Menschenaffen auch zu Bürgern ernennen? Elefanten, Wale? Die intelligenteren Papageienarten, es ist doch verrückt, werden sie sagen. Ich würde diese Menschen gerne daran erinnern, dass wir in der Gesellschaft leben, in einer Gesellschaft leben, in der eine Firma, eine abstrakte Entität, kann man sich kaum vorstellen, rechtlich gesehen als Person gilt. Das stimmt. Das ist heute auch schon so. Personengesellschaft, ne? So. Es ist also nicht so, als ob es keinen Präzedenzfall dafür gäbe, dass etwas Nichtmenschliches als Mensch gezählt wird. Und eine wenigstens halt, stopp. Boah, dieses Wetter hier, ne? Also, vorher war die Rede von als Person gelten. Jetzt ist die Rede davon als Mensch gelten. Das ist was anderes. Und wenigstens ist eine künstliche Intelligenz ein tatsächliches Denken und nicht nur ein Geschäftsabkommen. Aber vielleicht müssen wir auch einfach die Definition des Menschseins überdenken. Die zunehmenden Beweise für die große Intelligenz von Elefanten und bezüglich der Gesellschaft und Kultur der Wale zum Beispiel könnten ein Zeichen sein, dass wir einige schwierige Fragen zu beantworten haben. Man stelle sich vor, wo steckt ein Wal seinen Personalausweis hin? Mit wem könnte man solche Fragen besser diskutieren als mit dem jungen Genie? Das. Okay, gut. Es ist allerdings. Es wird ein bisschen schräg, kann das sein? Du musst über dieses Rätsel nachdenken, sagte die Sphinx, und mir sagen, welches Rätsel ich dir nicht offenbart habe. Die Sphinx lächelte. Die Zahnräder in ihrem Kiefer ächzten. Ihre Zähne waren ein Albtraum aus Rost. Ihr linkes Auge zitterte, aber ihr Schrecken blieb unvermindert. Die Ruinen waren still. In der Fehler. Ich glaube, sagte sie schließlich, dass das Rätsel, das du mir nicht gezeigt hast, folgendes ist. Warum gibt es diese Rätsel überhaupt? Warum verhalten sich in diesem seltsamen Automaten diese stummen Kinder des Hephaistos so und nicht anders? Warum zwingen sie mich, diese komplizierten Lösungen zu finden? Ist das alles ein Rätsel, aber das größere Rätsel ist ihr Zweck? Wow, das braucht einen Augenblick zum Nachdenken. Die Sphinx antwortete nicht. Ihr Auge war nun leblos. Athene nahm es aus seinem Sockel, wohl wissend, dass seine Macht ihr dienen würde. Aber der Tod dieser angsteinflößenden Kreatur bereitet ihr gleichzeitig große Trauer. Jupp, so ist es. Ja. So, was machen wir denn? Wir sehen uns um, ne? Alter, das ist nicht schön. Ich mochte das hier lieber, als es noch sonnig war. Okay, was haben wir denn eigentlich? 2 Sterne sollen wir finden und 5 von diesen Dingern. Na gut. Psst. Ja, das sind wieder... Was ist das? Oh, warte. So, ups. Da haben wir noch was. Ich war noch in der Schule, als ich zum ersten Mal vom Talos-Prinzip gehört habe. Ich glaube, damals hat es mich verwirrt. Es hat mir auf seltsame Weise bewusst gemacht, dass mein Körper ein Objekt ist. Dass mein Gehirn aus Materie besteht. Vorstellungen, die mir am Anfang unangenehm waren.
Aber ich glaube, langfristig hat es mir geholfen zu verstehen, wie zerbrechlich wir Menschen doch sind. Und wie wertvoll. Das ist keine tröstliche Denkweise, aber ich würde mich lieber der Wahrheit stellen, als mich selbst anzulügen. Das stimmt. Also so rein physisch und ehrlich gesagt auch zumeist psychisch. Was ist das denn? Farbe nehmen? Okay. Oh, es kommen so zusätzliche Sachen hinzu. Da drüben. Ja, okay. Das stimmt. Wir Menschen sind physisch und gewissermaßen auch psychisch gesehen zu hohen Leistungen fähig, aber wir sind auch wahnsinnig zerbrechlich. Wir sind wahnsinnig anfällig. Fällt's irgendwo runter, Bums, Knochen gebrochen. Bekommst einen Jumpscare, Puls auf 180. So, also. Wir sind schon ziemlich anfällig. Was machen wir denn mit der Farbe, bitte? Und gab es solche Dinge in den letzten Kapiteln auch schon? Also, ja, hier, mal irgendwas an. Ich stelle den Farbe einmal erstmal dort oben an, solange wir noch nicht wissen, was wir damit tun sollen. Hier irgendwas anmalen. Absetzen, Nachricht hinterlassen. Guck mal, wir können hier Schmiererei hinterlassen. Das ist doch schick. Ich habe keine Idee, was los ist. Wie steht's mit dir? Ich bin am Rand der bekannten Welt gereist, auch wenn es scheint, als ob unser Reich sich binnen die Ewigkeit erstreckt. Ist es doch viel kleiner, als wir es uns vorgestellt hatten? Das Zertifikatsprogramm ist eine Farce. Was weiß dein Computer schon über Menschlichkeit? Die Werkzeuge, um diesen Ort zu überwinden, sind zur Verfügung gestellt worden. Nun müssen wir lernen, wie man sie benutzt. Eigentlich sind sie nur Mittel zum Zweck, ne? Denn die Werkzeuge, das, was wir hier machen, dient eigentlich letztlich nur dazu, um hier rauszukommen. Du wirst ein besonderes Gerät brauchen, um das hier zu lösen. Hast du versucht, die Laserstrahlen zu zeugen? Ich weiß es noch nicht, was ich machen soll. Deswegen möchte ich das erstmal hier absetzen. Vielleicht erfahren wir ja mehr, wenn wir diese Rätsel hier lösen. Alter, ist das ein Wetterchen. Meine Güte. So. Warte mal. Ein Karton und... Was ist dieser Karton? Den haben wir, glaube ich, beim letzten Mal freigeschaltet. Und ein... Psst, ein kleiner Summer. Ja, cool. So. Da ist wieder so ein rotes Ding. Hier ist so ein Ding. Okay. Irgendwas Cooles hier in der Ecke. Das Spiel hat uns ja schon an mehreren Stellen... hi. Hat uns ja schon an mehreren Stellen gezeigt. Nee, Baby. Sehe sehr gut nach. Verknüpfen. So. Aber ich muss trotzdem hier nochmal langlaufen, um zu erfahren, ob es hier einen Secret Room gibt. Nee. Oder ein Schalter oder irgendwas. Oh, Botanik, ey. So, was haben wir hier? Ah, immer wenn er da durchläuft. alles klar. Immer wenn er da durchläuft. Wir haben nur Kurzzeit, ne? Nee, nicht lang genug. Das ist ja fies. Was ist denn hier? Guck mal, hier haben wir noch was. Okay, da haben wir schon mal so einen Kasten. Ja, cool. Leertaste zum Ziel springen. Wir kommen auf die Mauern drauf. Das ist cool. Wir können aber dieses Hexaeder auch nehmen. Einfach mal diesen Vogel hier einsperren, ne? So. Sehr gut. Das haben wir schon mal. Hier, guck mal, da kommen wir hoch. Und dann da wieder raus. Aber ist das so klug? Ist das so klug? Wäre es nicht viel cooler, da irgendwie rüberzukommen, irgendwo anders hinzukommen? Hier kommen wir nicht hin. Okay. Das gibt's. Das ist nur das, was wir auf der Rückseite gesehen haben. Hier. Ich würde das zu gerne mal probieren. Obwohl, wenn wir das jetzt nehmen, kommen wir da nicht mehr raus, ne? Naja. Naja, gut. Ich stell's mal einfach. Wo stelle ich es ab? Weiß ich nicht. Na,
Ich stell's mal einfach hier ab. Ich würde einfach gerne mal gucken. Da kommen wir nicht hoch. Hier auch nicht. Kommen wir da drüben rüber. So. Irgendwas werden wir ja damit machen können, ne? Oh, ups. Na, Leertaste. Okay. Da kommen wir nicht mit rüber. Also, wozu kriegen wir das hin mit dem drüber springen? Irgendwofür werden wir das doch brauchen können, ne? Hier geht es nur wieder raus. Das können wir gleich nochmal probieren. Also, was muss ich damit machen können? Wo komme ich da über die Mauer drüber? Hier? Nee. Da können wir noch raus. Hier ist egal. Wie ist es mit hier? Wetten, damit kommen wir zum Secret Room. Ah, nix. Okay. Irgendwie so. Nee, das sieht auch alles viel zu hoch aus, ne? Ja, ist alles viel zu hoch. Und ich nehme mal an, mitnehmen können wir das Teil nicht. Lass mich raten, mitnehmen können wir es nicht. Probieren wir es aus. Nee. Zack. So, das heißt also, die einzige Anwendungsmöglichkeit ist tatsächlich da drüben. Aber wo hier? Bringt das irgendwas? Nee. Nee. Rutschen wir sofort wieder runter. Also, wo sollen wir ran, hm? Spiel, wo möchtest du, dass wir rangehen? Irgendwo oben. So, hier so. Ist da irgendwas Interessantes? Wir sind doch gleich drauf. Ist da irgendwas Interessantes? Hier noch nicht. Aber hier ja auch nicht, ne? Da geht's nach draußen. Da geht's hin, wo wir sowieso schon hinkommen. Okay, wofür brauche ich das hier? Da? Meinst du? Nee, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Tja. Ist hier denn irgendwas Nützliches? Nö. Sieht nicht so aus, ne? Also, wofür möchtest du das? Wofür möchtest du, dass wir da drauf springen können? Ich will natürlich die Sternchen bekommen, ne? Ist ja klar. Oder vielleicht irgendwelche weiteren Nachrichten? Mein Gedanke ist der, wenn wir hier reinkommen, hier eine Mauer bekommen, um hier eine Leiter bekommen, um hier wieder rauszugehen. Naja, dann bräuchten wir ihn da nicht, ne? Können wir ihn noch weiter einschließen? Ist das möglich? Überlastet er denn irgendwie oder so? Nö, sieht nicht so aus, ne? Das sieht nicht so aus. So, und gibt es noch eine andere Möglichkeit, den Strahl umzuleiten? Auch das haben wir beim letzten Mal ja gesehen, dass es grundsätzlich geht. Oh, das Wetter hat sich darüber gebessert. Also keine Ahnung, was mit ihm hier los ist. Hilft es dir, wenn du dich in dem Laserstrahl bewegst? Findest du das doof? Ist egal, komm. Lassen wir erstmal... Das ist wohl eine Sache, die ich offscreen mal ausprobieren muss. So, also. Den haben wir erledigt. Ja, wunderbar. Ach, das sieht ja auch gleich viel netter aus. Gut. Nächster Fall. Nee, nächste Akte. Hier hinten. Erst wieder umschauen. Es ist schon beeindruckend, ne? Es ist schon cool gemacht. Okay. Na gut. Nächstes Rätsel. Los geht's. Fump. Du weißt, dass du die Strahlen nicht kreuzen sollst. Ja, ich weiß, ich hörte davon. Aber was passiert denn, wenn man die Strahlen kreuzt?
Das haben wir ja in Ghostbusters gelernt, ne? Mach das nicht. Ich gucke erst mal hier hinten. Nix, 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 nix. Oh, schön hier. Schön. Ja. Okay, da sollen wir hin, ne? Unter anderem. Was ist hier noch? Ja, nicht so spannend. Komme ich da hoch? Nö. So, irgendwas Cooles hier? Auch nicht, nein. Nein. Einfach so random mal hier irgendwo eine Terrasse reingebaut. Klar, wieso nicht? Okay, so, und da kommen wir auch hin. Da sollen wir am Ende hin, ne? Na gut, also, hier haben wir schon zwei von den Typen. Du weißt, dass du die Strahlen nicht kreuzen sollst. Da und hier. Verknüpfen. So, okay. Auch hier ist das. Doch, hier ist auch ein Draufsteigen. Guck mal, da drüben können wir es mal probieren, ne? Und ich komme in den Garten. Ich komme nicht in den Garten. Schade. Zu blöd. Zu blöd. Irgendeine andere Möglichkeit des Einsatzes? Nee. Das ist tatsächlich nur dafür gedacht, dass wir den hier abstellen. Dann hier eine Verknüpfung zwischen da und da herstellen und den hier oben drauf positionieren, ne? Ja. Super. Okay, das ist alles echt. Kommt mir ein bisschen zu leicht vor. Wusch. Heroische Musik, yeah! Das kommt mir echt ein bisschen zu leicht vor. Oh nein, es fängt wieder an zu regnen. Oh nein! Wetter war bis eben so schön. Und hier soll es ja zwei Sterne geben, ne? Also irgendwas ist hier noch. So, nächste. Ach, Alter! Na gut. Hier hinter einem Busch irgendwas, irgendein Versteck? Nein. Gut, dann gehen wir mal da rein. Über den Zaun steigen. Ja, das wollte ich schon die ganze Zeit. Es ist ja nicht so, als ob ich es nicht versucht hätte, ne? Okay, ich höre hier doch schon wieder was. Da hinten ist so ein Dingens. Okay, wenn ich über den Zaun steigen könnte. Hier, ne? Ja, wird aber nix. Wird aber nix. So, du zeigst da oben drauf. Das ist ganz hervorragend. Ist denn hier noch was? Nee, hier ist sonst nichts mehr. Scheint mir. Ich bin vorsichtig geworden, ne? Merkst du? So, da sind wir reingekommen. Hier sollen wir hin. Dann versuche ich es erstmal da. Kein Schalter. Nix. Hier sollen wir den Strahl hin umleiten. Das ist cool. Warte mal, kriegen wir das irgendwie hin? Hier nicht, ne? Ist hier denn noch irgendwas? Hier ist gar nichts mehr, ne? Okay. Gut, also. Wenn wir den. Das funktioniert gar nicht. Wenn wir den irgendwie. Können wir den hier oben so platzieren oder so? Geht das? Nee. Also von hier aus sieht man das Teilchen nicht. Das hier ist der früheste Weg. Der früheste Punkt. Okay, ich stelle ihn erstmal dort ab. So. Und einen zweiten haben wir nicht, ne? Gut, können wir dann von hier aus. Da ist der Busch da vorne, ne? Vielleicht so hier so. So, wenn ich den verknüpfe. Den. Und den verknüpfe. Bringt das was, wenn ich den hier oben drauf stelle? Nee, noch nicht.
Da kommt er nicht durch. Okay, neuer Plan. Ich setze den hier hin. Guck mal, das könnte funktionieren, ne? So. Hat er es behalten? Nee, hat er nicht. Den da. Und dann den hier. Jetzt da drauf. Das geht. Ah, guckst du. Ja. Aber dennoch, irgendwelche Secrets? No. Oh, warte. Halt hier. Nee. Nur der Durchgang. Musst Augen zuhalten. Okay. Und da sind wir. Ja. Heroische Musik. Drei Level haben wir geschafft. 30. Oh, und das Wetter bessert sich. Zeig mal, sieht man das irgendwo? Oder ist das einfach nur so random? Ja, guck mal, die Wolken. Ich bemerke jetzt das erste Mal, dass sich auch die Wolken bewegen. Cool. Okay, es wird wieder heller. Es wird wieder Licht. Drei haben wir geschafft. Die Hälfte, mit der Hälfte sind wir durch. Aber noch keine Anzeichen. Das hier hat irgendwie eine andere. Nee, hat keine andere Farbe. Aber noch keine Anzeichen von einem Stern. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Freundliches Kreuzfeuer. Was? Friendly Fire? Echt? Gut, nichts hier. So, da haben wir einen Gemma. Ein Gemma. Na gut. Aber dann sonst noch was. Den können wir abstellen. Hier können wir wieder um Rat bitten. Nee, das machen wir noch nicht. Das machen wir noch nicht. Wir sehen uns erstmal weiter um. Wir merken uns das mal für später, aber. Nee. Guck mal, was ist denn das da für eine rote Platte? Da ist ja noch ein dritter. Okay. Kriege ich irgendwie zwei mit auf einen? Nee. So, das bringt aber wahrscheinlich noch nichts, ne? Was haben wir hier? Hier ist gar nichts. Oh. Nee, nichts riskieren. So, Und wie mache ich das jetzt? Maul. Bringt uns das irgendwie voran? Nee. Guck mal, der da scheint auch bis hier hinten zu reichen, ne? Aber, warte mal. Da drüben ist doch auch einer drin. Kriege ich den da raus? Ich kriege ihn raus. So. Die beiden stören. Wie cool. Wie cool ist das denn? Oh. Wenn ich den hier, wenn ich da drunter lang gehe. Okay, schon gut, schon gut, schon gut, schon gut, schon gut. Ist ja schon gut, meine Güte. Dann störe ich dich eben so. Und dann wollen wir jetzt mal sehen, wie auch wir weiterkommen. Was ist denn hier so drin? Da ist, ach Mist, ja. Entweder oder, ne? Shit. Ich könnte auch an den da rankommen. Warte mal, das kann ich ja mal versuchen. So. Lässt der denn den da explodieren? Ich nehme das mal weg. Mal gucken, was passiert. Mal gucken. Ja, die stören sich. Hervorragend. Haha. Rums. Was hast du jetzt davon? Ne, 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 ne. So. Gut. Hiermit kämen wir da schon mal rein. Wenn sich da drin dann irgendwas Nützliches befindet. Okay. Ah, hey! Juhu! Yeah! Ich bin vergeistert. Ja. So. Mehr ist hier zumindest für den Augenblick nicht. Okay, na gut. Juhu, ich freue mich. So, jetzt ist nur die Frage. Was machen wir denn mit ihmchen da? Was ist das hier für eine rote Platte?
Das sieht nicht gesund aus, ne? Ich möchte das nicht riskieren. Ist denn hier noch irgendwas? Nein, ist nicht. Aber was passiert denn, wenn wir den Karton da oben drauf stellen? Öffnet sich denn das Tor? Ja, dann öffnet sich das Tor. Ach, sieh mal einer an. Okay, und das ist eine Nachricht. Ich glaube, ich habe ein Muster in diesen Siegeln erkannt. Jede Farbe dient einem anderen Zweck. Eloin lässt sich für uns alle sammeln. Aber kann es sein, dass er zu eifrig ist? Von Sheep. Sheep ist ebenfalls hier gekommen. Zwei rote. Ja, das bedeutete die rote 1 vorher. Okay. Was ist das für ein... Oh nein, es fängt schon wieder an zu regnen. Oh. Das ist aber... Nee, das ist nicht schön. Ich hau ab. So. Ein Rätsel schaltet den Regen ein, das andere schaltet es ab, ne? Also dem Gesetz der Serie folgend müsste jetzt ein Rätsel kommen. Dinge, die man mit Kisten machen kann. dem Gesetz der Serie folgend müsste jetzt eigentlich dieses Rätsel hier den Regen abschalten. Da drüben ist das Objekt unserer Begierde. Dennoch, ich möchte hier nachschauen. Wieder diese Fehler. Nix. Okay, was haben wir hier? Kisten. Ja. Hier ist nichts. Mami, ich kann durch Bäume laufen. Nichts weiter. Okay, also wir können eine Kiste nehmen. Das ist schön. Und können die Kiste wo absetzen? Nicht hier. Auch nicht dort. Das ist einfach zu hoch. Aber hier. So. Was mich wundert ist, wir haben noch eine zweite Kiste. Ich hole die zweite Kiste mal. Da summt noch irgendwas. Wir werden die garantiert gleich brauchen. So, halt. So, nimm sie mal mit. Jawohl. Alter, ist das ein Wetterchen hier. Meine Güte. Ja. Und, ist hier jemand? Nö. Doch, da ist jemand. Hallo, na? Hier ist nichts, da sind sogar zwei Jungs. Was mache ich denn mit euch? Wir sollten sie wahrscheinlich erstmal aus dem Tritt bringen, ne? Ja, ist ja gut. So. Pass mal auf, ich stelle die mal hier hin. Ja, warum eigentlich nicht? So, dann kommen die aus dem Tritt. Dann laufen die nicht mehr gleichmäßig, ne? Genau. So. Okay. Sie sind durcheinander, alles klar. Naja, nee, nicht genug, ne? Nee, irgendwie nicht genug. Nee, ich muss sie noch ein bisschen weiter aus dem Tritt bringen. Maul! So, guck mal, jetzt kann ich doch hier rüberlaufen. Nein, kann ich nicht. Das war vielleicht noch ein bisschen voreilig. So, also, Kiste Nummer 1. Da war ich ein bisschen zu schnell, zu viel. Ich wollte zu viel. So, dich nehmen wir auch mit. Summ, summ, summ. So, ja, okay. Ja, ist ja gut. Stell dich nicht so an. So, die stellen wir hier hin. Das ist schon mal die Hälfte des Wegs. Kann ich da drauf springen und damit das Ding dann umgehen? Okay, er reicht bis dahin. Er reicht bis hierhin. So. Ja. Jetzt lassen wir den vorbeilaufen. So, jetzt aber. Juhu! Wir sind durch. Ja, ich weiß, du bist ein Fehler dieser Matrix. Aber ich möchte auch wissen, warte so, ich möchte auch wissen, ob sich dahinter noch irgendwas verbirgt.
Wir haben ja schließlich noch einen zweiten Stern, ne, den wir irgendwie ergattern müssen. Oh nein, ich muss die eine Kiste mitnehmen. Oh nein. Okay. Das hat also mal gar nichts gebracht. Na, fantastisch. Okay. Shit, ja. Die Idee war ganz okay. Ja. Oh. Okay, nochmal. Fabelhaft. Wow, hey. Supi. Kiste Nummer 1. Na, ja, zu früh. Da. So. Kiste Nummer 2. Also aus dem Tritt bringen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber wir müssen dann die Kiste mitnehmen. So, hi. So. Jetzt können wir hier stehen bleiben. Nein, ich traue mich nicht. Ah, ich traue mich nicht. Wie doof. Ja. So, jetzt sind sie wieder ungefähr gleich, ne? So, und jetzt. Okay, jetzt haben wir's. Na, siehst du. Zack, na, vielleicht geht auch näher ran. Geht. So, hüpf, hüpf. Schick. Gibt's dafür ein Sternchen? Okay, dich nehmen wir mal mit. Ja! Ich habe alle Bs zusammen. Schalte ich damit Block B frei oder ist da noch was anderes? Und hier, die Regel trifft tatsächlich zu, ne? Ein Rätsel schaltet den Regen an, ein Rätsel schaltet es aus. Was haben wir hier? Ich verstehe nicht, warum der Gestalter solche Fehler in die Welt gesetzt hat. Das Fass scheint, als wäre sie beschädigt. Aber ich muss glauben, dass es einen Sinn gibt, den ich allerdings nicht verstehe. Da kommen wir wieder raus. Nee, das machen wir aber nicht, ne? Da drüben hatten wir noch zwei Nachrichten und vielleicht auch das letzte Sternchen. Fragezeichen. Wenn der Gestalter unfehlbar ist und er mich für einen bestimmten Zweck erschaffen hat, dann muss ich diesem Zweck gewachsen sein. Daraus folgt, dass ich nicht jedes Siegel in diesem Reich finden und horten muss. Horten muss? Denn mit den von ihm gegebenen Fähigkeiten sind so viele von ihnen für mich nicht erreichbar. Von Faith, sprich bitte nur für dich selbst. Da ist das Sternchen. Da ist das Sternchen. Wie komme ich daran? Wie komme ich daran? Oh nein, jetzt sag mir bitte nicht, ich hätte die Kiste mitnehmen müssen. Bitte sag mir das nicht. Oh, bitte nicht. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Okay, ich kann mal versuchen, hier rauszukommen. Halt. So. Ja, geht auch gar nicht anders. Ich hätte die Kiste mitnehmen müssen. Das ist nicht in Ordnung, du. Das ist echt nicht in Ordnung. Das ist wirklich nicht in Ordnung. So, wir können uns versuchen, nochmal hier durchzuschlängeln. Geht das überhaupt? Wird das was? Ja, aber schnell. Ah, so. Also, hier hoch. Da hoch. Jetzt die Kiste mitnehmen. Okay, alles klar. Sips. Jetzt ist die Frage, wo kommen wir da hoch? Hier wohl am besten, ne? Hüpf. Nee, nicht so wirklich. Wo muss ich die Kiste hinstellen, damit ich da hochkomme? So auch nicht. Okay. Hier irgendwo. Wo muss ich die hinstellen? Ne. Hä? Wenn ich hier hochgehe, während des Objekt-Klettern nicht möglich. Ja, spitze. Okay, jetzt muss ich den einen Punkt finden, oder was? Jetzt komm schon. Hüpf. Okay. So, da ist nix. Da ist so ein Dings. Aber vielleicht kommen wir da auch noch von anderer Stelle ran. Ich sehe keinen Durchgang. Lass uns da mal blöd springen. Da ist das Sternchen. Okay, ich habe den Verdacht, wir sollen gar nicht von hier aus dahin kommen.
Ja, okay. Hör mal auf, ich gehe mal zurück und probiere es mal von einer anderen Stelle aus. Sups. Also, das Sternchen ist da links von uns, ne? So, hier links. So, das heißt, wir hätten von hier aus reinkommen können. Aber wie? Wie, jetzt ist wieder alles da? Ihr seid doch verrückt. Ihr seid doch verrückt, ey. Hier müsste irgendwo ein Übergang sein. Ach, da hätten wir hier den Kasten verwenden können. Interessant. Also, wir machen erstmal das hier. Das war die Nummer 1, ne? Nee, oh, ich war zu früh. Shit. Mist. Okay, nochmal. Ich wollte zu viel. So, jetzt ist er da durch. Den hier eliminieren wir auch gleich. Wusch, genau. So. Nimm die Kiste mal mit. So, mehr brauchen wir im Grunde auch nicht. Und irgendwo muss es hier jetzt einen Übergang geben. Würde ich mal tippen. Oder dort? Nee, hier, ne? Ich probiere es mal. Hallo? Hier nicht. Da auch nicht. Guck mal, da ist noch so ein Gang dazwischen. Obwohl, da kommen wir um die Ecke. Aber ich komme nicht hier oben drauf. Noch nicht. Aber das ist es auch nicht, ne? Wir müssen da hinein. Da ist die Leiter. Wir müssen dort hinein. Okay. So haben die sich inzwischen auch angefeindet. Nee, haben sie nicht, weil das hier nämlich noch fehlt. So. Ganz genau. So stelle ich mir das vor. Okay, wo ist hier der Übergang? Komme ich da aufs Dach drauf? Aufs Dach wäre cool, ne? Also die Kiste. Ne, nehmen Sie mal mit. Irgendwo hier aufs Dach springen. Ne, auch nicht. Okay. Ne, ist noch zu hoch. Wo komme ich da hin? Hier vielleicht. Hier, guck mal, wo es sowieso so ein bisschen erhöht ist. Zack. Nein, 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 nein. Spiel lässt mich nicht. Nein, Spiel lässt mich wirklich nicht. Spiel möchte wirklich nicht, dass ich da hochkomme. Okay. Hier vielleicht. So. Hier hoch. Auch nicht. Okay, wisst ihr was? Wir können das ja so machen. Wenn ich hier jetzt mal auf die Uhr gucke. Nee, nicht Rat erbitten. Wenn ich auf die Uhr gucke. Ich tente hier mal ein bisschen rum. Lass die Aufnahme laufen und dann zeige ich euch beim nächsten Mal, wie das hier. Guck mal, da können wir hoch, ne? Zeige ich euch beim nächsten Mal, wie das funktioniert. Ja, das war spitze. Okay, na komm. Wenn ich nicht hier einfach rüberrennen. Komm, das ist nur so ein kleiner Hops. Hops, hüpf. Shit. Geht nicht. Nein. Nee, ich rutsche da direkt wieder ab. Verdammt, ich rutsche da direkt wieder ab. Welche anderen Optionen haben wir denn noch? Ja, ich probiere das mal aus. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Tschüss. Thank you.